Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal in unserer neuesten Siedlung, dem Landhaus an der Küste, stehen geblieben. In der letzten Folge hatten wir uns hier in der Umgebung des Landhauses ein wenig umgeschaut. Wir waren auch unten an der Küste unterwegs und in dieser Folge möchte ich gerne nach hier unten. Da befindet sich nämlich der Leuchtturm, den wir schon so oft aus der Ferne gesehen haben. Da drüben zwischen den Bäumen ist er auch zu erkennen. Eine Siedlung im Übrigen, die wir uns in dieser Folge erobern werden. Zunächst möchte ich aber mal schauen, ob wir hier nicht für ein bisschen Schutz sorgen können, also ob wir fleißig genug waren in den letzten beiden Folgen. Ja, wir können zwei schwere MG-Geschütztürme bauen. Dann werden wir das noch ganz kurz machen, bevor wir uns auf den Weg in Richtung Leuchtturm begeben und dann noch bei diesem Leonard vorbeischauen und ein bisschen was verkaufen. Da kommt gerade Doc Weathers. Mit ihm könnten wir auch handeln. Er hat sicherlich ein paar Kronkorken mehr in der Tasche. Hier läuft auch gerade noch Gammelkala vorbei. Das wäre ja vielleicht noch eine bessere Option. Auf jeden Fall ist das hier eine nette Stelle für eine Hüttenbrücke. Wir bauen erstmal ein bisschen was. Schutzlos möchte ich die Siedlung auf keinen Fall zurücklassen. Ich habe noch ein bisschen was in der Zukunft hier mit dem Landhaus auf jeden Fall vor. Und daher sollte die Siedlung auf keinen Fall, wie gesagt, schutzlos sein. Wir haben ja auch gerade einen Angriff auf die Dunkelwasserbaustelle laufen. Und der wird sicherlich schief gehen, beziehungsweise wird die Siedlung Schaden nehmen. Da ist nämlich der Armstrong ganz alleine. Dahin müssen wir dann auch demnächst. Aber jetzt werden wir uns erstmal wohl mit Gammelkala unterhalten. Wir machen uns mal direkt schick für sie, beziehungsweise wir werden es gleich machen. Also schwingen wir uns mal ins Charisma-Outfit. Also auf diese 5 Punkte Charisma möchte ich auf keinen Fall verzichten. Und wir haben ein bisschen was, das wir ihr verkaufen können. Ich will auf jeden Fall das Zeug loswerden. Oh, was ist denn hier los? Hier steht ja auch Cricket rum. Na, dann handeln wir doch lieber mit ihr. Gibt es hier nur Farmer? Oh, scheiße. Wir wollen nur Impro-Pistolen und Munition. Wo sind die Verrückten, die sich nach Mini-Atombomben sehen? Na, dann gucken wir doch mal, ob sie Mini-Atombomben für uns hat. Cricket. Stehst du auf dahinschmelzende Gesichter? Dann bin ich dein Mädchen. Dann ist sie wohl unser Mädchen. Klar, ich schau's mir an. Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Nur für dich. Ich mag die Irre. Und sie hat ein bisschen was Nettes auf jeden Fall für uns. Sie hat 40mm Splittergranaten im Angebot. Zwar nur 8 Stück, aber die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir werden uns auch die 45er Patronen mitnehmen und die 308er Patronen. Sie hat auch Brennstoff, der kostet nicht allzu viel, den stecken wir uns auch ein. Und wir schauen mal, ob sie noch irgendwas anderes Interessantes hat. Leider nein. Sie hat leider keine Sparschweinbomben zum Beispiel. Die hätten wir hier brauchen können. Dann, wenn wir ihr einfach das Zeug verkaufen, das wir mit uns rumtragen. Die Waffen, die sind bei ihr sicherlich in guten Händen. Und die ganzen Rüstungsteile, die wir eingesammelt haben, die kann sie dann ja Lukas Miller geben. Den habe ich hier nämlich nicht gesehen. Das sind eigentlich hier 3 von 4 Karawanen aus Bunker Hill, denen wir begegnen können oder die wir uns durch die Karawanenposten verschaffen können. Ich glaube, wir haben es auch schon. Wir kriegen 278 Kronkorken von Cricket. Wir können auch ein bisschen was verkaufen. Wir werden ihr mal noch unser geröstetes Meierlörkfleisch anbieten und dann auch noch die Köterkeulen. Dann hat sie noch ein paar Kronkorken übrig, so ungefähr 170. Das heißt, wir werden ihr mal noch ein Meierlörkönigin-Steak verkaufen. Das sollte ihr genügen. Na großartig, sehr schön. Also mehr Kronkorken möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Wir werden uns direkt mal wieder umziehen und dann werden wir diesen Leonard ausfallen lassen. Also bei dem muss ich jetzt nicht unbedingt vorbeischauen. Ich wollte ja bloß das Zeug loswerden und es nicht einfach wegschmeißen oder hier in der Werkstatt versauern lassen. Na dann mal wieder ab in die Powerrüstung. Also das mit dem Handelskarawanenposten, den hier hinzustellen und überhaupt... Junge, Junge, das ist eine Menge Metall. Genau, Piper. Ja, und den hier nicht nur hinzustellen, sondern damals auch die Quest in Bunker Hill gemacht zu haben, also sprich die Quest mit Richter Seller, das hat sich sehr gelohnt. Na denn,
begeben wir uns mal auf direkten Weg zu dem Leuchtturm. Da hinten ist er auch zu erkennen. Und wie gesagt, um diesen Leonard Moore, den wir hier haben, machen wir jetzt einfach einen Bogen, beziehungsweise da brauchen wir jetzt nicht vorbeischauen. Na, dann gucken wir mal, ob unterwegs noch irgendwas Interessantes passiert. Wir haben auf jeden Fall ganz nettes Wetter. Das ist sehr angenehm. Mal gucken, ob wir unterwegs noch irgendwas erleben werden. Da drüben wäre auch noch etwas, das wir uns anschauen könnten. Laut Navigation irgendwas verstrahlt und ein Steinbruch. Aber da lege ich jetzt gerade keinen Wert drauf. Hier in der Gegend werden wir uns wohl erst dann weiter umschauen, wenn wir hier auch Versorgungsrouten haben. Da drüben ist irgendwas los. Wachbord! Impuls! Sprengstoff! Gib alles, was du hast! Immer mit der Ruhe, Piper. Ich bin ja in Powerrüstung unterwegs. Also, wir haben da vorne einiert an Bots. Ganz eindeutig. Und da sind Rust Devils. Und wir haben einen Vernichter-Wachbot. So, der hat sich gleich mal ein paar von den Schildergranaten gefangen. Und wir sollten mal auch das Watz nutzen. Und ihn vielleicht seinen linken Arm nehmen. Oder ihn zerstören, das geht natürlich auch. Da war auf jeden Fall noch ein legendärer Rust Devil und wir haben einen legendären Vampirblutkäfer. Na, der geht ja hier gut los. Wir versuchen, den mal zu treffen. Wir haben gerade einen kritischen Treffer, aber der wird das überleben. Ne, wir machen das anders. Wir schalten die hier nacheinander aus, ganz in Ruhe und entspannt. Wir machen mal noch eins ganz kurz. Wir werden uns mal noch ein Eichhörnchen-Eintopf nehmen. Dann haben wir ein paar EP mehr. Erbärmlich. Wenn wir überhaupt treffen. Und der legendäre Vampirblockierer ist jetzt erstmal mutiert. Wo ist er denn? Da drüben fliegt er. Mal sehen, ob wir ihn runterholen können. Wieder mal schlecht zu treffen, der Torso. Aber das hat gesessen. Und der hält viel aus. Der soll uns mal nicht zu nahe kommen hier. Versuchen wir es nochmal mit dem Watz. Wir haben wieder ein paar AP. Er ist noch nicht dahin und haut ab. Und Piper hat ihn erledigt. Und wir haben 94 EP für den bekommen. Sie hätten sich lieber verziehen sollen. Allerdings. Und wo war jetzt der legendäre Rust Devil oder habe ich mich da verguckt? Auf jeden Fall können wir ziemlich viel einsammeln. Wir fangen mal hier drüben bei dem Wachbot an. Ein Vernichter-Wachbot Mark II. Der hat auf jeden Fall ein paar Fusionskerne für uns. Das war ja sehr passend, dass wir die jetzt hier gefunden haben. Wir mussten gerade neun einlegen in die Powerrüstung. Und hier haben wir auch noch den Servomech Panzerbot. Nehmen wir uns alle mit, was der hat. Und wir gucken uns mal diesen kleinen Augenbot an. Der hat netterweise eine Schaltplatte nach Militärstandard für uns gehabt. Hier drüben liegen zwei Rust Devils. Und hier haben wir tatsächlich einen legendären Rust Devil. Und der hat für uns eine Glücks-Harpunenkanone. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich 15% schneller. Sehr nett, ist immerhin 1000 Kronkorken wert. Wir stecken uns mal auch noch die Patronen und das Stimpack ein und dann schauen wir uns weiter um. Wir haben einen weiteren Rust Devil, der hat aber nur ein bisschen Munition für uns. Da drüben ist noch einer. Der hatte wenigstens ein paar Kronkorken für uns. Und zwar genau ein Paar, nämlich zwei. So, wo ist denn jetzt der legendäre Blutkäfer? Also den sollten wir uns auf jeden Fall noch suchen. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Oh, da drüben liegt auch noch irgendwas dotet. Ein Rust Devil und noch einer. Und wir haben einen Molotov-Cocktail unter anderem gefunden. Piper, hilf mir mit suchen. Hier muss irgendwo ein legendärer Vampir-Blutkäfer liegen. Und du hast den erschossen. Schwer zu finden hier. Da ist er. Leuchtet hübsch grün. Und er hat für uns neben etwas Fleisch auch noch eine radbetriebene Metallrüstung für den linken Arm. Du erhältst mehr Stärke, je mehr du verstrahlt bist. Ist eingesteckt, obwohl die nicht allzu viel wert ist.
die Rüstung. Und auch noch ziemlich schwer. 8 Pfund wiegt die immerhin. Naja. Oh, was haben wir hier drüben noch? Ein kleines Lager. Und hier liegt irgendwer tot am Boden rum. Eine Karawanenwache. Und da liegt noch jemand. Ein toter Verkäufer. Ja, das ist immer ein Dreier-Spawn. Wir haben hier noch eine Karawanenwache. Die Armen haben es hinter sich. Und hier haben wir auch noch ein Bettchen. Das brauchen wir gerade nicht. Und wir haben eine scheinbar gut gefüllte Holzkiste hier. Da ist auch nochmal eine Schallplatte nach Militärstandard drin. Da war auch ein Telefon bei. Und hier haben wir 3 Splittergranaten. Großartig. Sehr schön. Na, das hat sich doch gelohnt. Also, wir können das eigentlich mit dem Leuchtturm auch verschieben. Gut, wir haben genug gemacht in der Folge. Nee, Spaß beiseite. Wir begeben uns jetzt darüber und erobern uns den Leuchtturm. Das ist auf jeden Fall notwendig. Den werden wir nicht einfach so besetzen können oder zu einer unserer Siedlungen machen. Ansonsten scheint es hier in der Gegend recht ruhig zu sein. Ist auch besser so. So, dann gucken wir mal, wer da zu Hause ist. Keiner zu sehen erstmal. Na gut, dann fallen wir mal hier über die Straße ein und nehmen uns den Leuchtturm ein. Aber wir sollten vorsichtig sein. Hier ist was am Boden. Wir haben ein Laserstrahlennetz hier gefunden und die passende Falle dazu. Da ist ein Radioaktivitätssymbol drauf. Die Falle löst auf jeden Fall radioaktiven Strahlungsschaden aus. Und hier haben wir eine Mine liegen. Eine Plasmamine. Haben wir hier weitere Minen. Ja, da vorne liegt eine Atommine. Und jetzt hat soeben durch den Angriff die Dunkelwasserbaustelle Schaden genommen. Naja, ich hatte es ja gesagt. Das wird nicht klappen, die Verteidigung. Da haben wir leider keine Geschütze errichtet. Deswegen habe ich das gerade drüben im Landhaus noch mit gemacht. Wir schauen mal, ob wir eine weitere Mine irgendwo finden. Ja, da im Gras oder da in den Büschen. Wir machen das hier ganz entspannt. Wir könnten auch einfach mit der Power-Rüstung einfallen. Aber warum sollen wir die Minen hier rumliegen lassen? Eigentlich müssten wir die sowieso entschärfen. Können wir auch mit der 10mm Pistole machen. Aber so können wir uns noch ein paar XPs verschaffen. Für diese haben wir jetzt gerade keine bekommen. Und wir können uns dann die Minen mitnehmen und die verkaufen. Hierfür haben wir jetzt wenigstens ein paar XPs bekommen. Wir schauen uns mal weiter nach Minen um. Wir halten uns erstmal hier am Rand. Bisher sind wir wohl nicht bemerkt worden. Und auch Piper ist nicht bemerkt worden. Da ist eine Splittermine. Die werden wir ohne entschärfen. So, das wäre erledigt. Haben wir eine weitere? Ja, natürlich. Da drüben liegt ohne eine. Setzen wir unsere Andacht fort. Und hier war eine Stimme zu hören, eine männliche. Und wir haben den Kingsport Leuchtturm entdeckt und da drüben läuft jemand. Da haben wir ein Kind des Atoms, einen Prediger. Der hat uns wohl noch nicht bemerkt und da läuft noch jemand rum. Wir nehmen uns erstmal die Mine vor, wenn wir sie finden können, heißt es. Da drüben ist er. Leide, leide und werde gereinigt. Wir sind hier nicht allein, Blue. Okay, wir sind entdeckt worden. Und wir stehen hier auf jeden Fall unter schwerem Beschuss. Und wir haben ein Level Up. Großartig. Nehmen wir uns erstmal diesen Prediger da drüben vor. Oh, der wäre dahin. Hoffentlich hast du dein Testament gemacht. Macht euch bereit! Warum? Warum spüre ich mein Bein nicht mehr? Das ist besser gelaufen als erwartet. Ich hoffe, Piper hat ihre Stimpacks eingesetzt und wir haben oben auf dem Turm 2 Ziele. Ein Prediger und ein Kind des Atoms, eine Wiedergeburt. Die versuchen wir mal von hier unten auszuknipsen. Hey, da draußen ist was. Da bist du ja. Vielleicht sollten wir das Scharfschützengewehr nehmen, aber unser Kampfgewehr dürfte mehr Schaden anrichten. Und er hat sich da zurückgezogen. Wir versuchen es nochmal mit dem Scharfschützengewehr. Aber, fangt nicht an, was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Der hält sich da oben stark zurück. Der hat auf jeden Fall Respekt. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Der ist auf jeden Fall erledigt. Und da kommt er runter. Sehr nett. Ist jetzt hier die Mine ausgelöst worden.
Sieht so aus. Wir schauen uns mal nach weiteren Minen kurz um. Da drüben ist eine. An der sind wir direkt vorbeigelaufen. Um die sollten wir uns noch kurz kümmern. So, das wäre erledigt. Und wir haben da unten noch ein Ziel. In die Richtung. Was war das? Ein weiterer Prediger der Kinder des Atoms. Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. So, der wäre auch dahin. Haben wir jetzt hier Ruhe? Nee, da ist noch jemand. Unten auf dem Boot. Ein Kultist. Wir sind hier nicht allein, Blue. Ich weiß, Piper. Noch sind wir nicht alleine. Aber wir werden es wohl in Kürze sein. Wir werden uns mal um diesen Kultisten da kümmern gehen. Und ganz in Ruhe hier die noch looten. So viel Zeit muss sein. Du wirst gereinigt werden. Einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Nee, allerdings nicht. Der hätte mal lieber abhauen sollen. Im Übrigen haben wir da drüben nahe Hand. Schöner Blick darüber. So, jetzt werden wir uns hier mal ganz in Ruhe umschauen. Und danach gucken wir uns mal auf dem Leuchtturm um. Da oben muss ja mindestens einer liegen für uns. Das war, glaube ich, ein Prediger. Oh, hier steht ja ein bisschen was Nettes rum. Das stecken wir uns gleich mal ein. Dann müssen wir später nicht hierher zurück. Wir haben ja auch gleich eine Werkstatt zur Verfügung. Hier stehen nur verstrahlte Fässer rum, die wollen wir nicht. Dann gucken wir uns mal den Kultisten da an. Und dieses Boot. Auf jeden Fall haben die hier alle Gamma-Kanonen. Neulich habe ich mich noch gefreut, dass wir unsere erste Gamma-Kanone gefunden haben. Und jetzt dürften wir hier, wenn wir fertig sind, einige unser eigen nennen. Wir haben auf jeden Fall ein Safe hier gefunden. Machen wir uns den mal auf. Mal gucken, was drin ist. Auf jeden Fall ist der Ansatzpunkt hier links. Genau. Cool. Und wir haben ein bisschen was an Munition gefunden. Und Piper hat es dir gefallen. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und wir haben noch was. Ganz tolle, großartige Wetter nämlich. Sehr, sehr schön. Na, dann gucken wir uns mal die anderen Kinder noch an, die wir hier erledigt haben, bevor wir uns auf den Leuchtturm begeben. Da möchte ich auf keinen Fall zweimal hochlaufen müssen. So, wo sind denn die jetzt hier umgekommen? Hier liegt keiner rum. Doch, da liegt was. Hier liegt irgendein Stückchen irgendwas rum. Das ist das Kind des Atoms, die Wiedergeburt. Also, diese irren Kultisten, denen sind wir ja schon mal begegnet. Allerdings waren die damals deutlich schlechter ausgerüstet. Das war in der Nähe von Grey Garden auf dem Schrottplatz. Wir sollten vielleicht auch hier mal reinblicken, vielleicht hat sich ja hier noch irgendwer versteckt. Naja, wir gucken uns auf jeden Fall ganz in Ruhe um. Da haben wir ein Terminal, da würde ich sagen, schauen wir etwas später rein. Da drüben liegt jemand Tode drum. Ein Verkäufer. Naja, den ziehen wir mal aus. Der hatte immer ein paar Kronkorken für uns. Was anderes haben wir hier aber erstmal nicht, aber wir haben hier einen Safe. In den kicken wir gleich rein. Da ist ja ein bisschen Munition drin. Also ein bisschen brauchbare Munition kann nie schaden. Wie schön. Da waren immerhin ein paar Schrotpatronen drin. Und dann sind wir hier wohl erstmal fertig. Wir sollten vielleicht noch nach oben gehen, aber ich suche noch die anderen Kinder des Atoms, die wir erledigt haben. Hier drüben müssen nur noch welche liegen. Hier liegt auf jeden Fall jemand rum. Ein weiterer Prediger. Und der hat eine Babyrasse für uns. Ja, ja, wir machen ja die Hauptquest weiter. Wir begeben uns demnächst auch wieder zu Nick nach Good Neighbor. Allerdings bin ich der Meinung, hier drüben müssen noch irgendwo wir liegen. Ja, hier, ganz schlecht zu sehen. Ein weiterer Prediger. Und der hat auch eine Gamma-Kanone unter anderem für uns. Und netterweise hatte er 14 Kronkorken. Ich hoffe, ich habe jetzt alle gefunden. Nein, da drüben liegt noch jemand. Auch schlecht zu sehen. Und wir haben Lumpen auch noch gefunden, der Kinder des Atoms. Und wir haben ein Level-Up gehabt. Ja, nicht bemerkt. Na, dann machen wir doch erstmal das Level-Up. Uns setzt ja keiner. Ich möchte einen weiteren Punkt in den Waffenfreak investieren. Dann haben wir da den Rang 4 und dann sollten wir uns demnächst mal unsere Waffen anschauen. Sobald wir auf der Finch Farm sind oder im County Crossing zurück sind. Wir schauen mal auch hier drüben. Auf der Seite könnte sicherlich ohne eine Mine gehen. Na, was sag ich? Die Seite hat man doch garantiert nicht ungeschützt hier lassen. Wir können die nächste Mine entschärfen. Und uns einstecken. Haben wir noch eine?
sieht erstmal nicht so aus. Von hier unten sind wir gekommen und hier liegt keine weitere Mine rum. Sehr gut. Dann begeben wir uns mal zur Werkstatt respektive zum Leuchtturm. Da müssen wir auf jeden Fall hoch. Da liegt ja Ena für uns. Und wir dürfen die Werkstatt noch nicht benutzen. Hier gibt es noch Gegner. Na, dann nehmen wir da erstmal nach oben. Ich nehme mal an, wer auch immer sich hier versteckt, ist oben. Das steht eigentlich fest. Wir sind doch gleich oben. Dürfte bloß noch eine Windung sein, genau. Und hier haben wir ein weiteres Kind des Atoms liegen, einen weiteren Prediger. So, der wäre ausgezogen. Und wir kriegen einen großartigen Blick über die Umgebung. Da drüben ist, wie gesagt, Nahan. Da haben wir die Nahan-Scheppe, da hinten ist die Gesellschaft für Meereskunde, da waren wir ja vor kurzem auch. Da müsste unser Gutshaus sich befinden. Und da drüben haben wir die Libertalia. Großartiger Blick über Boston. Sehr schön. Aber wir sollten mal uns hier weiter umgucken und uns um den da kümmern. Da mal leuchten. Ja, der Grund, warum der Leuchtturm leuchtet. Und da liegt eine Mini-Atombombe. Aber kümmern wir uns erstmal um den Ben Hul oder den Leuchtenden. Der ist aber flink. Und aufdringlich. So, der wäre erledigt. Und wir haben ein paar Kronkorken unter anderem gefunden. Und den nächsten toten Verkäufer. Das sah eben so aus, als hätte sich der Leuchtende an dem geniert. Und wir haben eine Mini-Atombombe bekommen. Sehr schön. Cricket hatte ja keine Mini-Atombombe im Angebot, obwohl sie die beworben hat. So, ich glaube, hier oben sind wir fertig und wir können mal schauen, ob wir jetzt hier die Werkstatt benutzen können. Wir werden mal den schnellen Weg nach unten wählen. Ist das schön an der Power-Rüstung. Da braucht man sich darum keine Gedanken machen. Piper hat ja einige geschrien, obwohl wir neben ihr hier gelandet sind. Ja, wir haben uns die Werkstatt des Kingsport-Leuchtturms erobert. Großartig. Dann werden wir gleich mal ein bisschen was hier zurücklassen. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was eingesammelt. Wir haben insgesamt 7 Gamma-Kanonen gefunden. Großartig. Also, die können wir auch dann verkaufen. Vielleicht sollten wir uns hier dann auch gleich noch einen Handelskarawanenposten hinstellen. Ich denke, wir haben genug Zeug eingesammelt, um das tun zu können. Aber jetzt sollten wir erstmal die ganzen Kleidungsstücke hier auch noch zurücklassen. Vor allem diese ganzen Lumpen der Kinder des Atoms. Wir haben auf jeden Fall so einige jetzt hier eingesammelt. Naja, wir haben ja auch die Verkäufer ausgezogen. Wir lassen auch mal die Rüstungsteile hier zurück, die wir gerade gefunden haben bei den legendären Gegnern. Ich glaube, wir haben es auch schon. Leider haben wir jetzt auch ein bisschen Vorkriegsnahrung eingesammelt. Ich würde sagen, wir können uns jetzt hier ohne Power-Rüstung umschauen. Da drin war ja schließlich auch noch ein Terminal. Das sollten wir uns auch noch anschauen. Obwohl, wir sollten erstmal nach oben gehen. Ja, sollten wir. Hier haben wir ein weiteres Laserstrahlennetz. So, das wäre entschärft, ohne dass wir uns wehgetan haben. Und hier oben ist keiner weiter. Wir haben auf jeden Fall 2 Betten hier. Das ist sehr angenehm. Brauchen wir aber nicht. Die haben uns nicht wirklich Schaden zugefügt. Wir sollten aber mal das hier abräumen. Das heißt, das werden wir mal verschrotten. Und wir schauen gleich mal, ob wir uns hier nicht ein bisschen was bauen können. Wenigstens eine Kleinigkeit. Wir können da unten auf jeden Fall noch das Auto wegnehmen. Wir gucken uns einfach mal ganz in Ruhe um, was wir hier wegnehmen können. Diesen Laster werden wir auch wegnehmen. Autos können explodieren. Und das ist keine gute Geschichte. Hier liegt ein bisschen Treibholz rum. Also wenn wir Holz brauchen, könnten wir das wegnehmen. Wir schauen erstmal, ob wir uns hier nicht wirklich einen Handelskarawanenposten hinstellen können und was wir an Ressourcen überhaupt haben. Also einen Handelskarawanenposten können wir bauen. Da brauchen wir auch kein zusätzliches Holz. Wir haben immerhin 9 Holz. Und ich würde sagen, da drüben, bei diesen Betonmauern, passt doch dieser Handelskarawanenposten ganz gut hin. Ich denke, wir können jetzt aber keinen Geschützturm errichten. Doch, wir können einen einfachen MG-Geschützturm bauen. Uns fehlt einmal Öl für einen schweren. Dann heben wir uns das mal auf. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch ein bisschen Öl.
bisschen Speiseöl oder ähnliches würde schon genügen. Wir gucken uns auf jeden Fall jetzt hier drin nochmal um. Obwohl, die Küche hatten wir schon geplündert. Hier stand kein Öl rum. Na denn, wenn wir uns mal das Terminal anschauen. Hier steht auch kein Öl rum. In Alkohol ist kein Öl drin, leider. Ist nur Schmiermittel für was anderes. Wir gucken mal, ob wir was Nettes zu lesen bekommen. Ja, wir haben hier zwei Einträge und der erste lautet das Leuchtfeuer. Und wir haben eine Kartenaktualisierung erhalten. Lesen wir uns aber erstmal durch, was hier zum Leuchtfeuer geschrieben steht. Wir wurden von unseren Brüdern und Schwestern am Krater damit beauftragt, andere zum Leuchten Atoms zu führen. Wir haben jene mitgenommen, die stark mit Atoms Gabe gesegnet wurden, auf dass sie auf diesem Turm als Leuchtfeuer dienen. Ihr Licht wird die Gläubigen anlocken. Sie werden am Turm beten und ihre Pilgerreise zum Krater fortsetzen. Gepriesen sei Atom. Also nach dem, was hier gerade zu lesen war, muss dieser Leuchtende oben auf dem Leuchtturm ein ehemaliger Anhänger der Kinder des Atoms gewesen sein. Den haben die da eingesperrt, damit er in Gegenwart der Mini-Atombombe zum Leuchtenden mutiert. So würde ich das jedenfalls interpretieren. Und dann haben wir hier noch einen zweiten Eintrag, Ketzer. Scheinbar hat das Leuchtfeuer auch Ketzer angezogen. Wir müssen ihnen die Herrlichkeit Atoms zeigen. Jene, die sich uns nicht anschließen, müssen gereinigt werden. Dann können wir sie dazu verwenden, die Gesegneten im Turm zu füttern. Gepriesen sei Atom. Ketzer waren wohl auch diese Verkäufer in ihren Augen. Also diese Kinder des Atoms, dieser irre Kult, der hat schon interessante Praktiken. Und jetzt hatten wir gerade eine Kartenaktualisierung erhalten. Ah ja, gleich hier in der Nähe, ein Stück nördlich von hier. Da haben wir das Kraterhaus, also besagter Krater, von dem wir auch gerade gelesen haben. Vielleicht sollten wir uns da noch hinbegeben und den Kindern des Atoms, die sich dort aufhalten, auch noch ein Ende bereiten. Ich würde sagen, das machen wir einfach. Wozu haben wir uns die Power-Rüstung mitgebracht? Irgendwann Ausflug in einen höchstwahrscheinlich stark verstreiten Krater machen. Ist es wohl das Beste, wir haben die an. Na dann, begeben wir uns direkt mal nach Norden bzw. darüber. Da hinten haben wir auch wieder Salem. Aber da werden wir uns jetzt nicht hinbegeben. Wir werden uns jetzt einfach nur um die Kinder des Atoms kümmern. Ich glaube nicht, dass die uns mit offenen Armen empfangen. Obwohl wir jetzt gerade vom Leuchtturm kommen. Wir sollten vorsichtig sein, genau. Hier vor uns haben wir auch direkt nochmal eine Falle. Und hier ist keiner zu sehen erstmal. Was? Doch, da ist was zu sehen. Da mein Geschützturm. Was war das? Und wir sind natürlich entdeckt worden. Und wir haben das Kraterhaus entdeckt. Und wir haben ein einfaches Kind des Atoms neben uns stehen. Eine Schwester. Meine Augen. Nein. So, die wäre erledigt. Die looten wir gleich mal. Die finden wir noch nie wieder. Und wir wurden beworfen. Und da haben wir, ich glaube, die Schwester der Schwester von eben. So, diese Predigerin ist dahin. Kommt raus, kommt raus. Genau. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Also dieser Prediger war ja eben sehr schwungvoll. Und da hat jemand einen Abgang gemacht. Da drüben haben wir eine Wiedergeburt der Kinder des Atoms. Und ich glaube, das ist nochmal so eine Schwester der Schwester der Schwester. Und da drüben ist noch jemand. Ganz böser Fehler. Genau. Sich mit uns anzulegen ist ein ganz böser Fehler. Und wir haben hier nochmal eine Wiedergeburt der Kinder des Atoms. Der hält auf jeden Fall viel aus. Aber nicht genug. So, der wäre dahin. Und da drüben ist noch jemand. Steck den Hintern raus. Piper hat gemeint, das war's dann wohl. Dann sind wir hier wohl fertig und wir können erstmal looten. Fangen wir mal mit dieser Wiedergeburt hier an.
Der hat unter anderem eine Luca-Granate für uns. Na, Univerkehr. Wir nehmen uns auf jeden Fall alle mit. Und da drüben haben wir eine Munitionskiste und einen Safe. Und wir haben 45er-Patronen bekommen. Großartig. Die haben wir ja eben auch reichlich verschossen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir vorhin mit Cricket handeln konnten und unsere Vorräte ein bisschen auffüllen konnten. Mal gucken, wie wir dieses Expertenschloss hier aufkriegen. Das Schloss ist ein wenig zickig. Auf jeden Fall ist der Ansatzpunkt irgendwo hier drüben. Ziemlich weit unten. Oder da oben. Da war er. Geschafft. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Munition gefunden und einige Rüstungsteile. Dich kann man einfach nicht aussperren. Das stimmt, Piper. Das klappt nicht mehr. Wir haben genug Schlosszuhaltung gefunden, also genug von diesen Sammelheften. Und wir haben Meisterschlösser knacken. Also, welches Schloss soll da standhalten? So, ich würde sagen, wir drehen hier mal eine Runde und sammeln mal alles ein, was hier so rumliegt. Allzu groß ist der Krater ja nicht. Auf jeden Fall ist das kein Einschlagskrater einer Atombombe. Dafür ist er zu klein. Hier ist ein Flugzeug abgestürzt, ganz eindeutig. Das war ein Skylines-Flug. Da drüben liegt ein Flügelteil, würde ich sagen. Das müsste die Schnauze oder ähnliches sein. Da hinten haben wir das Leitwerk, das hintere. Und wir sollten uns mal noch hier unten umgucken. War hier nicht einer runtergefallen? Ja, hier war dieser eine Prediger, so elegant über der Geländer gesprungen. Und da liegt ein Kronkorkenvorrat. Wir haben 19 Kronkorken gefunden und wir haben noch was gefunden. Wir haben hier einen Ödland-Überlebensführer. Perfekt. Du hast eine Ausgabe des Ödland-Überlebensführers gefunden. Du erleidest dauerhaft 5% weniger Schaden durch Insekten. Sehr schöner Fund. Also mit Insekten haben wir das ja recht häufig zu tun. Ich glaube, hier unten sind wir erstmal fertig. Wir sollten wieder hochgehen. Wir müssen nicht unbedingt durch den Krater da unten marschieren. Hübsch leuchtend. Auch ziemlich braun das Wasser wahrscheinlich. Rost oder ähnliches. Wir gucken uns mal ernst in Ruhe um und stecken uns einfach alles in die Tasche, was interessant ist. Inklusive der kompletten Ausrüstung dieser Predigerin. So, die wäre ausgezogen. Mal gucken, was wir noch so finden können. Zwei Stimpaks, sehr nett, haben wir aber nicht gebraucht. Redaway wäre jetzt besser. Hinterher brauchen wir auf jeden Fall eins. Auch wenn wir uns nicht wirklich doll verstrahlen hier. Dank Powerrüstung ist es ja kein Problem hier mit der Strahlung. Das können wir ignorieren. Und was soll uns schon schocken, nachdem wir neulich im leuchtenden Meer waren. Na, hier liegt doch ein Redaway rum. Großartig, sehr schön. Und da haben wir einen Geschützturm. Und wir haben wieder eine Schallplatte nach dem Militärstandard gefunden. Aber wir haben noch kein Öl gefunden. Das ist schade. Das wäre viel interessanter jetzt. Die Kinder des Atoms haben auch ein bisschen Schrott in der Tasche. Aber leider kein Öl. Das wäre doch ganz nett, wenn hier noch vielleicht ein Benzinkanister oder ähnliches drum steht. Nee, leider nicht. Die Messinglaternen, die dürfen wir nicht mitnehmen. Die sind alle festgeschraubt. Und wir haben hier ein Terminal und wir haben einen Überseekoffer. Da sollte man nicht direkt reingreifen. Da war irgendeine Falle dran. Da haben wir nochmal so eine Art Tesla-Falle. Das ist ein Strahlungsemitter. Mal gucken, was wir hier drin haben. Auf jeden Fall ein bisschen brauchbare Munition und 3 Splittergranaten unter anderem. Mal gucken, ob wir das Terminal auch in Powerrüstung benutzen können. Ja, das geht zum Glück. Ich wäre jetzt hier auch ungern ausgestiegen. Gucken wir mal, was wir hier für Begriffe haben. Ich würde sagen, Brute klingt doch ganz gut. Kein Treffer. Gar nicht verkehrt. Damit können wir alle Buchstabenübereinstimmungen ausschließen. Das heißt, Once kann es nicht sein. Vakes. Vakes hat keine Übereinstimmung mit Brute. Versuchen wir es. Da haben wir einen Treffer. Wir haben hier Holes. Da haben wir eine Übereinstimmung mit Wakes und keine Übereinstimmung mit Brute. Versuchen wir es. Dann müssen wir jetzt wohl Klammernpaare suchen. Da haben wir schon das erste. Mal gucken, ob wir uns die Versuche zurücksetzen können. Ich hoffe jedenfalls. Hier ist auf jeden Fall das nächste Klammernpaar. Mal sehen, wo wir das nächste finden können. Wird ja sicherlich ein Paar geben. Hier haben wir gleich 2 direkt nebeneinander.
Wir haben uns auf jeden Fall die Versuche zurückgesetzt. Das ist sehr hilfreich. Wir machen erstmal so weiter. Mal sehen, ob wir noch ein Klammern paar hier auf der Seite finden können. Sieht erstmal nicht so aus. Doch, naja, diese übersehe ich immer. Mal sehen, ob wir hier drüben noch irgendwo ein Klammern paar finden können. Obwohl, eigentlich brauchen wir das nicht mehr. Wir haben nur noch einen Begriff übrig. Und zwar Woman. Ja. Das war doch schon. Wir haben hier die Turmsteuerung und die Scheinwerfersteuerung. Da brauchen wir nicht reingucken. Und wir haben einen Eintrag über das Leuchtfeuer. Also über den Kingsport Leuchtturm. Wir haben unsere Gläubigen zum Turm auf der Klippe geschickt. Sie werden ein Leuchtfeuer für Atoms Kinder entfachen, auf das sie zu uns ins Leuchten finden. Selbst die Ketzer werden Teil der großen Spaltung werden. Wärmen wir uns im göttlichen Leuchten von Atom. Na, das wird wohl nichts mehr. Um die haben wir uns ja alle gekümmert. Und ich glaube, wir sind hier auch so wie fertig. Wir schauen uns mal noch kurz um, ob wir hier noch irgendwas finden können. Piper ist gerade sehr verkuschelt, würde ich beinahe sagen. Da unten liegt was. Alle Dude Piper. Hier hatten wir noch einen Teil von einem Geschützturm. Hatten wir hier unten nicht irgendwen erledigt? Bin mir gerade nicht sicher. Ne, scheinbar nicht. Ich glaube, hier sind wir fertig und können zum Leuchtturm zurück. War ja ein netter Ausflug auf jeden Fall. Mal sehen, wie wir hier wieder hochkommen. Ich glaube, wir nehmen am besten die Leiter da drüben oder diese Holzstiege. Dann können wir noch das Zeug am Leuchtturm zurücklassen. Und dann soll es für heute langsam gewesen sein. Wir haben uns auf jeden Fall um die Kinder hier in der Umgebung gekümmert. Und zwar, ich denke, vorerst nachhaltig. Das war wirklich ein netter Ausflug. Wir gucken noch mal ganz kurz. Jetzt haben wir wenigstens Ruhe hier. Ja, hübsches Kraterloch. So, da drüben ist der Leuchtturm. Da begeben wir uns mal hin. Und dann werden wir, wie gesagt, noch unser Zeug da zurücklassen. Und dann werden wir langsam zum Schluss kommen. Die Minen haben wir hier ja weggeräumt, also ihr dürft uns jetzt nicht passieren. Und wir haben uns eine wunderschöne neue Siedlung auf jeden Fall erobert. So, dann werden wir mal auch die Powerrüstung hier abstellen. Die möchte ich hier ohnehin stationieren. Die möchte ich nicht weiter mitnehmen. Da nehmen wir also jetzt auch gleich mal den Fusionskern raus. Ich glaube, Öl haben wir jetzt nicht gefunden. Das ist ein bisschen schade leider. Aber nicht zu ändern. Dafür haben wir ziemlich viele Gamma-Kanonen gefunden. Die wiegen nur 3 Pfund und sind immerhin 156 Kronkorken wert. Ach, lassen wir sie hier. Wir haben eigentlich genug Kronkorken in der Tasche. Wir sammeln lieber wieder neue ein. Ich glaube, wir haben es erstmal bei den Waffen. Und dann lassen wir natürlich noch die ganze Kleidung hier zurück. Die ganzen Lumpen der Kinder von Atom. Da haben wir uns jetzt auf jeden Fall eine schöne Sammlung zugelegt. Das war auf jeden Fall recht lohnend. Und wenn hier vielleicht ein Händler auftaucht aus Bunker Hill, dann können wir das ganze Zeug dem anbieten. Und wir schauen jetzt nochmal ganz kurz, ob wir ein bisschen Öl gefunden haben. Nee, leider nicht. Dann bauen wir einfach nur einen leichten oder ich glaube Mark 3 Geschützturm ist das. Wir schauen gleich nochmal. In der Voransicht ist es etwas schwierig zu erkennen. Den setzen wir einfach hier vorne auf den Eingang, den Geschützturm. So, das wäre erledigt. Mehr können wir jetzt hier nicht machen. Jetzt werden wir nur noch eine einzige Sache machen, bevor wir zum Schluss kommen. Wir werden uns mal einen Redaway suchen und uns noch ganz kurz aufs Ohr hauen. Also so viel Zeit muss sein. Das war ja anstrengend genug hier. Zum Glück haben wir ja hier auch eine Schlafmöglichkeit. Oder eigentlich so, ja, zwei hier oben. Hier sieht es übrigens ein bisschen aus wie im Taffington Bootshaus. So, wir sind wieder gut ausgeruht und damit fit fürs nächste Mal. Piper ist ein bisschen aufdringlich. Die soll uns mal durchlassen. Ja, und in der nächsten Folge werden wir uns mal darüber begeben. Da drüben haben wir nämlich eine Fabrik. Und die möchte ich mir gerne in der nächsten Folge anschauen. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Wir haben uns den Kingsport Leuchtturm erobert. Wir waren im Kraterhaus und wir haben uns um die Kinder des Atoms hier in der Gegend gekümmert. Nur sehr passend, dass jetzt gerade hier ein radioaktiver Sturm aufzieht.
Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald. Sollen wir langsam mal raus hier? Ich glaube nicht, dass wir sonderlich hübsche Ghule abgeben.